Hanna Öberg, die ja hier im Heimweltcup, beim Heimweltcup besser gesagt, schon einen Sieg feiern konnte. Zum Auftakt in der Single-Mix-Staffel mit Sebastian Samuelsson. Sie ja im Übrigen die erfolgreichste Athletin in Oberhof im vergangenen Jahr bei den Weltmeisterschaften. 4 Medaillen und das 2-mal Gold und das nach einer kurzen Sinnkrise, wo sie das Ganze schon in Frage gestellt hat. Dann eine ganz interessante Athletin aus den USA, 31 Jahre alt, Deidre Irvine, hat sich nochmal gesteigert im hohen Biathlon-Alter in den letzten 2 Jahren. Und ihre Saisonbestleistungen hochgeschraubt. Da haben wir Julia Simon, die Gesamtweltcup-Siegerin des Vorjahres. Auf die haben wir natürlich auf dem Zettel dann Aita Gasparin für die Schweiz. Das Trio der Schwestern ja aufgelöst. Nur noch sie und Elisa dabei. Selina zurückgetreten, ist jetzt verantwortlich für den Nachwuchs in der Schweiz. Wichtige Aufgabe, den Nachwuchs heranzuführen an den Seniorenbereich. So, aus deutscher Sicht macht Vanessa Vogt den Anfang. Hier haben wir Franziska Preuß. Mit der Startnummer 9 ist sie dann kurz danach die zweite. Sie nämlich hier mit der 7 unterwegs heute. Der 4 dann Anna Krivonosch aus der Ukraine. Eine von 4 ukrainischen Starterinnen hier, die teilnehmen an diesem Weltcup. Sie zum ersten Mal dabei. Und da haben wir Lisa-Therese Hauser, dick eingepackt, auch das Gesicht verklebt bei diesen Temperaturen. Ihr können wir schon vor dem Rennen gratulieren. 300. Weltcup heute für sie. 300. Rennen in ihrem 11. Weltcup-Jahr. Die beste Österreicherin seit Jahren. Ja, die Temperaturen haben wir angesprochen. Bei Lisa-Therese Hauser haben wir es gesehen, werden wir häufiger auch wahrscheinlich im Feld sehen. Minus 15 waren es eben schon bei Alex und Sven und Laura in der Moderation. Und es wird ja jetzt dunkel, es wird gegen Abend gehen, vielleicht noch kälter. Das kann durchaus noch 1-2 Grad kälter werden. Wir werden es oft hören, dass es anstrengender war, dass auch ja, die Atmung schwieriger wird und die Lunge praktisch kalt ist beim Laufen. Es brennt so ein wenig. Das wird schon nicht einfach heute, wenngleich es nach wie vor oder im legalen, im normalen Bereich ist. Im oberen normalen Bereich, ja. Ja, das ist die nächste Ukrainerin, 24-jährige Kristina Mitrenko. Das vorneweg Hanna Öberg, 28 Jahre alt. Wie alle Athletinnen und Athleten hier heimisch in Östersund leben auch hier. Geschlossene Trainingsgruppe quasi. Und dann steht Vanessa Vogt bereit. Ja, dieser erste Sprint wird dann nochmal die ganze Woche vielleicht relativieren. Mal schauen, was die Leistungen wert sind. Sie ja mit dem Podestplatz im 2. ihrer Karriere als Dritte im Einzel. Hanna Öberg. Die Französinnen vor allen Dingen mit vielen, vielen Fehlern im Einzel. Und wir werden sehen, wie die Laufform der einzelnen Athletinnen heute ist. Ja, wichtig ist das aggressive Laufen, nicht zu schnell allerdings. Die letzte Runde sollte immer die schnellste sein, aber auch die ganzen Abläufe, die Bewegungen, das Nehmen der Kurven und Abfahrten. Jede Zehntelsekunde zählt und auch heute wird so ein bisschen nicht die Schießzeit alleine, sondern der ganze Ablauf, die Range Time sozusagen vom Einlauf bis zum Auslauf am Schießstand entscheidend sein. Wie viel Zeit kann ich gewinnen oder verlieren? Also es kommt wirklich im Sprint immer auf jede Bewegung an. Und dann Franziska Preuß mit diesem tollen Einstand im Einzel, diesem zweiten Rang, 0,1 Sekunden hinter Lisa Vitozzi eingekommen. Richtig starkes Rennen. Bisschen schwer getan hat sie sich dann in der Staffel. Schauen wir, wie sie heute unterwegs sein wird und wie die Form, wie der Körper heute mitspielt. Aber insgesamt natürlich wirklich, wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von ihr bisher in dieser Woche. Von Franziska Preuß nach den schwierigen Zeiten mit vielen, vielen Krankheiten und Verletzungen. Lena Hecki-Groß, nächste Schweizerin. Gute Staffel gelaufen, die Schweizerinnen. Sie gerade hier am Ende, Julia Simon, auf Distanz gehalten. Und eine wirklich gute Platzierung mit ins Ziel genommen als Vierte am Ende. Da haben wir Lisa Vitozzi, wie erwähnt, die Frau in Gelb. Und wenn sie während des Rennens das rote Trikot vermissen, dann liegt das daran, dass Denise Hermann-Wick zurückgetreten ist. Sie hatte nämlich diese Disziplin, den Sprint, im vergangenen Jahr gewonnen.
Anastasia Tolmaceva, 28-jährige Rumänin. Insgesamt hatten 102 Athletinnen gemeldet. Drei mussten kurzfristig zurückziehen. Unter anderem auch die jüngste heute, die Finnin Inka Hämäläinen mit 17 Jahren. Und dadurch ist Selina Grotjan die jüngste Athletin in diesem Sprint. Dann haben wir Julia Simon. Auch sie hat sich das Gesicht abgeklebt. Über die Schwierigkeiten, die atmosphärischen im Team haben wir mehrfach schon gesprochen. Konzentrieren wir uns heute mal wirklich auf die Leistung. Sie ganz sicher auch zu den Top-Athletinnen. Schießen Probleme gehabt im Einzel, aber mit einer Top-Laufzeit. Versucht hier von Anfang an ein sehr hohes Tempo zu gehen, schnell auf Temperatur zu kommen. Die Gefahr ist, während wir Vanessa Vogt hier sehen, wenn man zu schnell angeht, dass es sehr viel Blut aus den Fingern, aus den Gliedern zieht und es kalte Füße, kalte Finger geben kann zum Schießen. Also man muss sehr, sehr gut erwärmt sein, wenn man hier bei minus 15, minus 16 Grad vielleicht dann an den Start geht. Dreimal zweieinhalb Kilometer. Das kennen Sie alles. Zweimal wird schön geschossen, einmal bleiben. Liegend, einmal stehend. Leichter Rhythmus, auf geht's, ab. V-Time warst du 5 Sekunden zurück. Jetzt bist du nur noch 3 zurück. Gut so, und drüber hier, hopp. Jens Filbrich, den wir da draußen wieder sehen, an dieser Position, dankenswerterweise von uns verkabelt, sodass wir da immer mit reinhören können. Und jetzt ist sie unterwegs, Lisa Vitozzi. Ja, in diesem Jahr will sie es endlich reißen. Und will den Gesamt-Weltcup-Sieg, hat alles dafür getan im Sommer. Und jetzt sind wir beim ersten Schießen, liegender Anschlag, 50 Meter Entfernung die Scheibe, 4,5 Zentimeter im Durchmesser, Hanna Öberg. Eine Strafrunde, das war nicht so schnell geschossen, 34 Sekunden. Etwas 20 Sekunden bis zum ersten Schuss. Der erste Schuss war lange, die Vorbereitung war lange. Das ist das, was ich sage, auch die ganze, jede Bewegung muss schnell ablaufen, das Schießen, das Reinlaufen, das Rauslaufen, das zählt im Sprint halt alles extrem. Gerade eben auch das schnelle Schießen, das sichere Schießen im Sprint. Wo es eben wieder in die Strafrunde geht. Jedes Mal 150 extra Meter. Hanna Öberg ist jetzt wieder raus. Und Dietra Irvine, die macht das hier besser. Ohne Strafrunde die ersten 5 Scheiben getroffen. Auch Ita Gasparin mit einem Fehler. Man hat recht gute Bedingungen, am Schießstand fast kein Wind. Man sieht ganz leicht den Nebel, der da runterfällt. Es schneit vermeintlich vom blauen Himmel. Also das ist jetzt nicht richtiger Schneefall in Masse, sondern einfach Nebel, der sich so niedersetzt hier auf die Strecke. Ja, Anna Magnusson haben wir da gesehen, auf die Strecke gehen. Vor ihr mit der 16 schon Elvira Öberg gestartet. Weitere, wie erwähnt, die wir hier mit beobachten müssen, wenn es um den Sieg geht. Julia Simon 8,2 Sekunden hinter Franziska Preuß an dieser Stelle, die hier die Bestmarke bis dahin gesetzt hat. Was man feststellen konnte in den letzten Tagen, immer wenn es kalt wird, dann ist das Material unserer Mannschaft wirklich hervorragend. Die Techniker machen hier eine hervorragende Arbeit. Und das beruhigt natürlich die Athletinnen und Athleten, wenn der Ski läuft. Jetzt kommt der Block der starken Norwegerinnen Ingrid Landmark-Tandrevold. Ihr folgt dann 30 Sekunden später Juni Arnekleif und dann mit der 22 Caroline Offigstad-Knotten. Die drei also innerhalb von 1,30 unterwegs in diesen Sprint hinein. Und die Zeit von Lisa Vitozzi liegt auch hinter der. Oder unter der von Franziska Preuß, 3,3 Sekunden. Ein wenig überraschend, dass Franziska Preuß so angeht, wenn man sie in der Staffel gesehen hat. Hätte man das jetzt nicht vermutet, hoffentlich geht's gut. Das gilt auch für Vanessa Vogt.
die sich hier in den Anschlag gelegt hat. Ah, ist hier sehr auf Nummer sicher gegangen. 4,55 Sekunden zwischen den Schuss. 35 Sekunden insgesamt. Ist schon eine lange Schießzeit für Vanessa Vogt. Aber wichtig auch, alles erledigt, keine Strafrunde. Zurück, zweite Laufrunde. Bei diesen kalten Verhältnissen sind die Bewegungen auch etwas langsamer. Alles geht etwas schwerer, zäher. Deshalb vielleicht auch noch keine Schießzeit unter 30 Sekunden bisher. Ja. Und da haben wir Franziska Preuß oben eingeklinkt. Das ist schon zügiger bei Franziska Preuß. Aber auch sie muss in die Runde, sehr gut durchgezogen vom Rhythmus her. Aber die letzte Scheibe, die wollte da nicht fallen. Also geht es hier für sie gleich aus ihrer Sicht links weg. Bis daher in Führung gelegen. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Rennens nach dem ersten Schießen Vanessa Vogt vorne vor der Ukrainerin Dmitrenko. Dann die Rumänin Stremus. Hanna Oeberg auf dem sechsten Rang, 21,9 Sekunden, bedingt eben durch die Strafrunde, die Vanessa Vogt ja vermieden hat. Ja, und in dieser sogenannten Range Time, also von Einlauf bis Auslauf, Schießstand, war Franziska Preuß natürlich die schnellste mit 50 Sekunden, 49,8. Oh, Lena Hennig-Groß. Ja, aber richtig schon mit zwei Fehlern. Franziska Preuß an Position 2 rausgegangen. Hinter Vanessa Vogt 7,4 Sekunden zurück. Und mit der 25 Justine Bressas-Boucher, nächste ganz starke Französin, zweite Laufzeit gehabt im Einzel, während wir hier Julia Simon im Anlauf sehen zum liegenden Anschlag. Die beiden ja eben in diesem juristischen Streit. Justine Bressas-Boucher und Julia Simon. Kommt hier praktisch zeitgleich mit Vanessa Vogt in den Schießstand. 0,4 Sekunden Rückstand. Und da aber schon gleich der erste Fehler. Und hier Glück. Rechts hoch beide Schüsse. Ja. Also auch sie verfehlt eine Scheibe, Julia Simon. Ja, vielleicht können wir kurz mal drauf achten. Ja, gelingt nicht zu schauen, wie lang die Runde dauert in etwa heute. 22, 23. Ja, eher 23 Richtung. Bis ja. 24 sogar. Es ist schon stumpf. Also ja. 15 Grad minus. Man hört es ja auch. Es knirscht, wenn die Athletinnen da die Anstiege hochlaufen. Ja. Elvira Oeberg, jetzt bei dieser Zeitnahme hier zu Beginn des Rennens die schnellste gewesen. Juni Arne Kleif, die 24-jährige Norwegerin, aber mit einer guten Zeit auch. Und neben ihr, ja, wir schauen rüber an den Schießstand zu Lisa Vitozzi. Langsamere Angangszeit auf der ersten Runde, 4 Sekunden. Man sieht die Entwicklung der Zwischenzeiten ganz unten auf dieser Linie. Oh, auch Glück, gell? Ja, aber sie kommt durch. Lisa Vitozzi hält sich schadlos mit ein wenig Glück. Und dann schauen wir unten auf die Zeit. Ob sie die Führung nimmt. Nein, bleibt vorne. Und sie schiebt sich zwischen die beiden Deutschen. Lisa Vitozzi zwischen Vanessa Vogt und Franziska Preuß. Dann schauen wir auf Elvira Oeberg. Sehr schnell angegangen, aber schon gleich mit dem Fehler. Ja, und gerade wenn du zu Beginn schon den Fehler schießt, weißt du, einen weiteren darf ich mir hier nicht erlauben. Elvira Oeberg hat es dann bei dem einen belassen. Schauen wir noch auf Hanna Oeberg, die hier im stehenden Anschlag schon zum zweiten Mal schießt.
Ja, weitere Scheibe, die sie hier stehen lässt. Also in der Summe schon 200-300 Meter, die sie da extra zu absolvieren hat. Und dann lassen wir sie in diese Strafrunde hineinlaufen. Ein Biotin-Booster. Glatte Haut mehr und glänzende Haut. Und rechtzeitig zurück zum liegenden Anschlag hier von Anna Magnusson, die ja im vergangenen Jahr in einem Sprint mit Grand Bonnet war, ihren ersten Sieg landen konnte überhaupt. Da will die Letzte nicht passen. Ebenso wie Dietra Irvine. Und dann rüber zu Ingrid Landmark Tandrevold. Als schnellste hier reingekommen. Minus 11,5 unten auf diesem kleinen gelben Feld zu sehen. Hält sehr lange den Atem an für den ersten Schuss. 18,3 Sekunden bis zum ersten Schuss. Aber trifft alles. Patrick Overegger, 33,6 Sekunden. Die Zeit von Ingrid Landmark Tandrevold, die Patrick Overegger da jetzt nach draußen gibt. Das Ergebnis, die Null steht, das zählt. Und Ingrid Landmark Tandrevold übernimmt hier die Führung vor Vanessa Vogt, Lisa Vitozzi und Lotte Lee aus Belgien, die mittlerweile geschossen hat, alles getroffen hat und mitspielt in diesem Sprintwettbewerb. Ja, gutes Schießen, Uni Arnekleif. Und dann schnell rüber, Vanessa Vogt, zweites Schießen, nochmal die Null. Ja, lässt der eine Fehler. Mit dem dritten Schuss muss also in die Strafrunde und dann flugs die letzten 2,5 Kilometer erledigen. Insgesamt geht es hier und heute um den Sieg natürlich, um die Podestplätze, aber eben auch um eine gute Ausgangsposition für den Sonntag, für die Verfolgung, denn das ist sicher auch eine Disziplin für Vanessa Vogt, wenn viermal geschossen wird. Ja, und läuferisch scheint sie sich doch auch sehr positiv entwickelt zu haben. Auch hier sieht man, sie bewegt sich richtig gut. Kann vielleicht jetzt auf der letzten Runde noch etwas Zeit gut machen. Sie war ja diese 28 ja. Sekunden vorne. Öberg auch mit einem Fehler belastet. Also im Augenblick bleibt sie natürlich vor Hanna Öberg. Ja. Kommt hier schon wieder raus. Und übernimmt nach diesem zweiten Schießen die Führung, da allerdings erst 5 Athletinnen stehend geschossen haben. Jetzt haben wir Marketa Davidova. Und oben natürlich Franziska Preuß. Das zählt uns. Ah, der Letzte. Ja. Letzte Scheibe bleibt hängen. Strafrunde für Franziska Preuß. In der Summe dann die zweite. Jetzt wird es hier voller am Schießstand. Jetzt geht es hier hin und her. Justine Presas-Boucher. Nur 3,1 Sekunden zurück. Ja, wenn schon. Der ein oder andere Fehler geschossen. Jetzt gleich 2 von Justine Presas-Boucher. Also folgt sie Franziska Preuß da in die Runde. Da kommt sie, geht hinein und Franziska Preuß geht raus. Übernimmt die Führung hier zunächst vor Vanessa Vogt. Aber diese 2 Runden, das ist schon eine kleine Last. Eine kleine Last. Sie wird jetzt eine gute letzte Runde laufen, bin ich überzeugt. Und so viel ganz gute Ergebnisse haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, das ist richtig. Es ist nicht so einfach zu schießen, wenngleich das Feld ist groß und zahlreiche Athletinnen kommen noch. Unter anderem eben Lou Chamonix, die auch sehr gut zurzeit in Form ist. Ja, gut reingekommen ist in diesem Winter. Und oben die Teamkollegin Julia Simon. Klasse Schießen von Lou Jamonot.
und schauen wir gleich rüber zu Julia Simon. Zeit von Tantrevol kann Luja Monod nicht halten. Ein Fehler für Julia Simon. Und Jean Monod setzt sich da vorne auf Rang 3 vor Vanessa Vogt. Tantrevolt, Arne Kleif, Jean Monod, Vogt, Vitozzi. Das sind die ersten 5 nach dem ersten Schießen. Franziska Preuß auf 7. Immer wieder, um die Situation eben nach dem ersten Schießen rüber zu reichen. Und jetzt Lisa Vitozzi. 16,7 Sekunden. Rückstand, trotzdem, dass sie einen Fehler weniger hat als Franziska Preuß, die da führt. Also Franziska Preuß. Ja, hier wirklich, ja. Mehr und mehr ist die Erkenntnis. Ja. Ja, und sie trifft hier auch die Scheiben 6 bis 10. Alles getroffen. Lisa Vitozzi. Und die erste kommt schon Richtung Ziel hier. Hanna Öberg vorbei an der Haupttribüne. Setzt hier die erste Zeit, während wir oben Dorothea Wira sehen. Mit einer Schnellschusseinlage und einem Fehler mit der Strafrunde. Also 2 waren es ja bei Hanna Öberg. Und jetzt muss sie eben lange warten, was es wert ist. Und Vitozzi ist nur, man sieht es hier, 2,2 Sekunden vor Franziska Preuß. Trotz fehlerfreiem Schießen. Also das ist eine klasse Leistung von Franziska Preuß und natürlich auch von Vanessa Vogt, die nur 3,7 Sekunden zurück ist. Ja, und Elvira Öberg jetzt mit 2 Fehlern, also dann insgesamt schon 3. Auch sie, boah, mit 450 Metern, die sie da mehr absolvieren muss. Das wird schwierig für Elvira Öberg. Janina Hettich-Walz läuft gut an. Auf Tandrevold nur 12 Sekunden zurück. Jawohl. Ja, gut. Sehr gut. Christian Mehringer mit den Informationen nach draußen. 29,4 Sekunden. Die Schießzeit also unter 30 Sekunden von Janina Hettich-Walz. Völlig okay. Und damit bleibt sie hier weit vorne mit im Geschäft. Setzt sich auf die 3. Position hinter Tantrevold und Arne Kleuf. Nach dem ersten Schießen also jetzt beste Deutsche auf dieser 3. Position. Los geht's für Sophia Schneider. Sind wir alle froh, dass sie wieder mittun kann, nachdem sie auf die Staffel verzichten musste. Und dann haben wir Lisa Theresa Hauser in ihrem Jubiläumsrennen. Zum 300. Mal am Start heute im Weltcup. Und oben Ingrid Landmark Tandrevold. Die Führende nach dem ersten Schießen. 40 Sekunden. Ja, deutlichen Vorsprung hier angekommen. Oh ja, jetzt wird's knapp. Ja, das wird auch für sie schwierig mit diesen 2 Runden. Und Vanessa Vogt in Richtung Ziel unterwegs auf der letzten Laufrunde. Gegen die Zeit von Hanna Öberg. Diese Abfahrt hinunter und dann rein in den Zielbereich. Die Arne Kleif oben. Jetzt mit Fehler und Vanessa Vogt im Schlussspurt wird diese Zeit locker knacken von Hanna Öberg. Setzt sich hier an die erste Position. 22,4 Sekunden vor Hanna Öberg mit dem einen Fehler weniger. Gutes Rennen insgesamt. 21,24 die Laufzeit. Und läuft nur 4 Sekunden insgesamt langsamer als Hanna Öberg. 3,2 Sekunden davon auf der letzten Runde kassiert. Ja, sehr gute Laufzeit für... Nein, Vanessa Vogt ist sogar schneller, 4 Sekunden als Hanna Öberg. Genial. Ja. Und dann kommt auch Franziska Preuß, die hier nochmal angefeuert wird. Alles nochmal rauszuhauen. Und Lisa Vitozzi. 7 Sekunden hinter Franziska Preuß unterwegs. Und das mit den 0 Fehlern. Franziska Preuß ja eben mit 2 im Gepäck. Da kommt sie rein, also
gegen die Zeit von Vanessa Vogt. Ganz, ganz eng beieinander, die beiden. Und sie schafft's, springt vorbei an der Teamkollegin Preuß vor Vogt und Hanna Öberg. Das ist der neue Stand in diesem ersten Sprint der Saison. Mit der 22 hier Caroline Offigstad-Knotten. Einen Fehler liegend, null Fehler stehend, nur 2,1 Sekunden hier hinter Arne Kleif. Also die ist noch dicke mit im Geschäft. Und dann schauen wir mal auf Anna-Maria Lampic, die Schützin von Rico Groß, die Slowenin, ja, Speziallangläuferin. Vor 2 Jahren erst gewechselt zum Biathlon. Und entsprechend eben mit den Problemen bei der Umstellung des Schießens oder überhaupt das Schießen zu erlernen. Slowenische Meisterin geworden im Massenstart mit 10 Fehlern. Läuferisch überragend unterwegs. Aber sie muss eben noch lernen, beides zusammenzubringen. Lena Hecki-Groß strebt dem Ziel entgegen. Guter vierter Rang für sie. 31,4 zurück hinter Franziska Preuß und Marketa Davidova. Boah, mit großem Rückstand hier. Ein Fehler liegend. 54,3 Sekunden unten eingeblendet in der unteren Leiste. Und jetzt kommt noch eine Strafrunde hinzu. Und eine zweite sogar. Also aussichtslos heute für Marketa Davidova. Olivia Simon. Auch die Zeit schon hinter der von Franziska Preuß. Und oben Justine Bressas-Boucher. Jetzt auch insgesamt der dritte Fehler. Also zeigt es sich so ein bisschen ab bei den Französinnen. Zumindest bei diesen beiden. Wieder mit Fehlern heute. Ähnlich wie im Einzel. Und Mona Brosson, die macht es besser oben. Trifft alle 5 Scheiben. 5. Rang momentan für Julia Simon. Muss also weiterhin warten auf den ersten Podestplatz in dieser Saison. Die das gelbe Trikot am Ende der letzten Saison getragen hat. Das trägt jetzt Lisa Vitozzi. Und auch für sie wird die Zeit nicht reichen, um Franziska Preuß da von 1 zu verdrängen. Luchon Manon hat gerade fehlerfrei geschossen. Müsste gleich zur Zwischenzeit kommen. Und übernimmt die Führung Chamonix nach dem zweiten Schießen 9 Sekunden vor Arne Kleif. Und Lisa Vitozzi, die reiht sich also hier hinter Franziska Preuß ein. Andersrum, als es im Einzel war, so knapp als sie gewonnen hatte. Und Franziska Preuß mit 0,1 Sekunden dahinter lag. Also nach dem zweiten Schießen, um das nochmal aufzunehmen. Chamonix aus Frankreich an 1, Arne Kleif Norwegen und Knotten Norwegen auf 2 und 3. Da lag Lisa Vitozzi auf dem 4. Rang. Also die beiden Norwegerinnen und auch die Französin Jean Monod hier noch wirklich gut mit unterwegs. Da haben wir Juli Arne Kleif, 24 Jahre aus Lillehammer. Staffelwettbewerb ja hier mit den Kolleginnen gewonnen, auf 2. Position gelaufen. Schon eine fixe Größe da im norwegischen Team, was deutlich angeführt wird von Ingrid Landmark-Tandrevold, aber eben auch Caroline Offigstad-Knotten. Schon im Vorjahr angedeutet, dass sie einen großen Schritt gemacht hat und kommt hier wirklich auch sehr gut in diese Saison. Ja, die beiden Norwegerinnen jetzt im Augenblick nur von Chamonix gefordert. Elvira Öberg im Ziel, Rang 4 für sie. Also nichts war es mit dem Podestplatz heute. Naja, mit 3 Fehlern ist es eben dann im Sprint, obwohl Franziska hier eben auch 2 hat. Ja. Und sie galt schon als eine der Top-Favoritinnen, schnellste Laufzeit im Einzelwettkampf gehabt. Und jetzt auch im Moment schnellste Laufzeit für Elvira Öberg vor Preuß und Vogt. Dorothea Viera. Ja, hatte den einen Fehler hier mit gut 38 Sekunden Rückstand eingekommen zum zweiten Schießen. Und oben Janina Hettich-Walz. Mit dem Fehler begonnen. Wow, jetzt kommt der zweite hinzu. Guter erster Teil des Rennens für Janina Hettich-Walz. Aber jetzt geht es so ein bisschen dahin mit diesen 2 Fehlern. Das ist für sie zu viel. Und Dorothea Viera
auf Rang 8 nach dem zweiten Schießen. 36,7 Sekunden ihr Rückstand. Sophie Schneider. Ja, auch schon mit dem ersten Schuss den Fehler. Ja, belässt aber dabei, also lässt sich dadurch nicht irritieren, dass sie gleich die erste daneben gesetzt hat. Und dann haben wir Hanna Kebinger, die vorletzte der deutschen Mannschaft mit der Startnummer 67. Die sich am Wochenende ja nicht gut gefühlt hat. Siebte in der Single-Mix-Staffel gewesen. Und dann kommt Ingrid Landmark-Tandrevold hier in Richtung Ziel. Und auch für sie reicht es nicht. Franziska Preuß bleibt vorne. Ist das stark? Ingrid Landmark-Tandrevold auch mit zwei Fehlern. 5,5 Sekunden sind es nur. Franziska Preuß, auch Vanessa Vogt, bleibt noch vor Ingrid Landmark-Tandrevold. Ganz stark. Und jetzt kommt Juni Arnekleif. Ja, die hat noch 10 Sekunden. Und der Weg ist nicht mehr ganz so weit. Schafft sie es? Ja, die Perspektive ist dann besser. Ganz, ganz knapp gegen Franziska Preuß. Ah. Und sie schafft es. Wieder so ein knappes Ergebnis wie schon im Einzel. Diesmal sind 7 Zehntel. Arnekleif vor Preuß und Vogt. Und dann kommt ja noch Caroline Offigstad-Knotten. Auch die hat es noch in der Hand. Auch die wird das schaffen, hier da vorne reinzulaufen vor die beiden Deutschen und auch vor die Teamkollegin. Neue Führende, also doppelter Wechsel jetzt hier. Und da ist die Faust völlig zurecht. Caroline Offigstad-Knotten vor Arnekleif, die beiden Norwegerinnen vor Franziska Preuß und Vanessa Vogt. Beide Norwegerinnen jeweils mit einem Fehler. Und Lou Chamonix noch auf dem Weg zum Ziel. Ja. Sie war ja nach dem Schießen und auch bei 6,3 Kilometern noch vor den beiden Norwegerinnen. Verliert nur unwesentlich. Das wird ein ganz, ganz knapper Einlauf wahrscheinlich auch für Lou Chamonix. Ja, Caroline Offigstad-Knotten sehen wir hier nochmal auf ihren letzten Metern. Tolles Rennen abgeliefert. Ich habe es angedeutet. Die hat wirklich nochmal einen Schritt gemacht. Und die Anfeuerung für Stina Nilsson, die ja auch eine Umsteigerin ist vom Langlauf, aber mit einer katastrophalen Saison im vergangenen Jahr. Und wir schauen auf Sophie Chauveau, nur 7,4 Sekunden zurück auch. Das Gewehr leicht nach rechts verkantet, aber sie trifft. Aber sehr, sehr präzise. Eine der wenigen, die hier mit null Fehlern durchkommt. Vier zähle ich hier, die bislang da stehend geschossen haben von 34. Und wir drücken die Daumen, dass es Hanna Kebinger heute besser ergeht als noch am Wochenende, dass sie sich fit fühlt. Die ja im vergangenen Jahr so wirklich prima in diese Mannschaft hineingekommen ist. Und jetzt schauen wir auf Lou Chamonix. Aber das dürfte nicht reichen, um da ganz nach vorne. Ach so, das ist noch, ja, Zwischenzeit. 8,3 Sekunden ja. Vorsprung. Ja. Die wird zunächst mal in Führung gehen, definitiv. Ja. Sofern sie jetzt hier nicht stürzt oder so, ein hervorragendes Rennen, zweimal fehlerfrei, perfektes Rennen für Lou Chamonix. Das ist ja eben das, was es im Sprint ausmacht am Ende. Die Basis 10-mal alles getroffen, 10 Scheiben getroffen und dann eben mit einer guten Laufform. Lou Chamonix auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcupsieg. Zweite war sie schon im Vorjahr in Ruhpolding beim Einzel. Das war das erste Podest. Zweiter auch beim Massenstart in Oslo. Reicht heute für ganz oben? Im Moment ja. Schauen wir noch ein wenig hin, wer da noch so kommen kann. Wir haben ja Selina Grotjan, die später für die deutsche Mannschaft noch ins Rennen geht mit der Startnummer 92 als sechste und letzte aus deutscher Sicht. Und mit der 25 Justine Bressas-Boucher, die hier reinkommt. 4 Fehler heute auch wieder, ähnlich wie in Einzel. Rang 13 für den Moment. Im Moment 4. Laufzeit. Also die passt schon bei ihr, aber am Schießstand, da geht nicht viel zusammen. So, Mona Brausson. Nicht weit zurück. Nee. Kann hier auf alle Fälle noch mit eingreifen. Jawohl. Und nutzt da ihre Chance, indem sie die 5 Scheiben hier umlegt und dann hier Richtung Zeitnahme strebt. Schauen wir mal, wie groß der Rückstand ist auf Lou Chamonix. Z-
12,5 Sekunden sind es für die letzte Runde, die sie aufholen müsste auf den letzten 2,5 Kilometer. Hat sie 9 Sekunden Vorsprung auf Vanessa Vogt und auf Vitozzi und 11 auf Franziska Preuß. Ja, mit Rückstand hier angekommen, Chloé Chevalier, gutes stehendes Schießen. Da oben die Norwegerin Johansson. Stark. Ja, war beste Norwegerin auch im Einzel mit dem achten Rang. Nach dem Liegenschießen auf Rang 12 gewesen, Johansson. 24 Jahre alt. Mit reingekommen in dieses mittlerweile ja, wie erwähnt, offene System bei den Norwegern. Über die Qualifikation hat sie sich für diesen ersten Weltcup hier qualifizieren können. Und zu mehr reicht es bei den Norwegerinnen nicht. Die Trainer schauen da immer genau hin, ob jemand im IBU-Cup den besseren Eindruck macht und würden von Weltcup zu Weltcup auch tauschen. Dorothea Wierer kommt hier rein. Knappe Minute ihr Rückstand, 55,8 Sekunden, keine Top-10-Platzierung heute. Mit dem einen Fehler. Weiterhin Jean Monod vor Knotten und Arne Kleib. Franziska Preuß auf Rang 4, Vanessa Vogt auf Rang 5. Top-Ergebnisse aus deutscher Sicht, direkt leider neben dem Podium. Und da schauen wir nochmal auf Lou Jean Monod. Die 25-Jährige aus Fourcatier in Frankreich. Mixstaffel gewonnen hier, fünfte mit der Staffel gewesen. Und jetzt hier setzt sich heute die Krone der Sprintsiegerin auf. In diesem ersten Wettbewerb dieser Disziplin Janina Hettich-Walz. In Richtung Ziel unterwegs. Während die anderen beiden, die da noch vor ihr waren, Richtung Schießstand abgebogen sind. Reicht nicht ganz für eine Top-10-Platzierung heute. Die zwei Fehler sind dann einfach zu viel für sie. Janina Hettich-Walz, 57,2 Sekunden zurück, Rang 14 zunächst einmal. Lisa Theresa Hauser, ein Fehler, ja, kämpft hier um die Top-10-Platzierung, aber dafür wird es nicht reichen für die Österreicherin. Und wir schauen auf Sophia Schneider oben. So, außer ein Ziel, Rang 15 im Moment. Ja, etwas viel Bewegung auf der Waffe. Und prompt geht's daneben. Oh. Und das gleich zweimal, also insgesamt 3 Fehler für Sophia Schneider. Da kann sie nicht ganz anknüpfen an das Ergebnis. Im Einzel, wo sie ja Fünfte war, bestes Ergebnis ihrer Karriere. Die noch gar nicht so lange währt. Und Lynn Persson kommt hier in Richtung Ziel. Und schafft hier zunächst einmal die Top-10-Platzierung. 9. Rang für Lynn Persson, 41,4 zurück. Direkt hinter Elvira Öberg und vor Hanna Öberg. Also die drei Schwedinnen da eng beieinander auf 8, 9. Und 10. Und Mona Brorsson noch auf der Schlussrunde. Genau. Und sie ist etwas hinter die beiden Deutschen, sogar schon zurückgefallen. Auch Vanessa Vogt mittlerweile bei 6,3 Kilometer vor Brorsson. Ja, Anna Gantler, junge Österreicherin, 22 Jahren, lebt in Innsbruck. Kämpfte hier mit dem ersten Schuss. Kam mit der Atmung nicht zurecht. Oh. Ja, und dann war auch der Mut dahin. Er hat sie lange gebraucht. Mehr als 7 Sekunden. Und er ging dann auch noch daneben. Also insgesamt 3 Fehler für Anna Gantler. Wir schauen auf Sophie Chauveau. 1,4 Sekunden nur zurück beim Eintreffen hier. Jetzt allerdings muss sie in die Strafrunde. Mindestens einmal, jetzt zweimal schon.
Und Hanna Kebinger beim ersten Schießen. Auch sie muss 300 Meter dazu draufpacken, extra absolvieren in der Strafrunde, Hanna Kebinger, während Mona Bronson hier doch verloren hat. 29 Sekunden jetzt der Rückstand, Rang 7 nur noch für die Schwedin, die alle 10 Scheiben getroffen hat und wirklich sehr, sehr gut unterwegs war, eine gute Chance hatte, hier aufs Podest zu kommen, aber das reicht jetzt nicht mehr. Und auch die Norwegerin Johansen, die ebenfalls vor Preuß und Vogt noch war nach dem Schießen, ist mittlerweile schon ganz knapp hinter Vanessa Vogt zurückgefallen. Also das beweist wieder, dass die beiden Deutschen hervorragend gelaufen sind, auch in der letzten Runde. Trotz der Fehler oder des Fehlers wirklich gut gelaufen, die zwei. Ja, und Mona Bronson eben auf den letzten Metern, biegt jetzt gleich ein da. Ganz hinten im Bild kommt der gelb-blaue Anzug in den schwedischen Farben, gefeiert hier vom Publikum. Noch einmal den Schlusssport angesetzt, 32 zurück, Rang 8 im Moment für Mona Bronson. Also da ist sie doch noch ein gutes Stück zurückgefallen, während wir hier mit der Startnummer 67 Hanna Kebinger sehen. Und Chloé Chevalier, weitere Französin, war Zehnte nach dem zweiten Schießen. Und holt sich jetzt hier zunächst einmal den 10. Rang vor Lynn Persson. Und dann Marte Krogstad Johansen für Norwegen. Im blauen Trikot unterwegs, als beste U25-Läuferin unter 25 Jahren. Mit einem sehr guten 7. Rang, zunächst einmal. Also die Norwegerinnen hier unter den Top 8 mit 4 Läuferinnen vertreten. Das ist schon eine Top-Mannschaftsleistung, aber eben auch die beiden Deutschen mit Franziska Preuß und Vanessa Vogt. Und noch einmal in der Zeitlupe der Weltregie eingespielt. Lou Jamonneau, die Führende hier. Und es sieht alles danach aus, dass es dabei bleiben könnte. Bei ihrem ersten Weltcupsieg. Gratulation hier von Justine Bressas-Boucher an die jüngere Athletin. Die sich wirklich sehr, sehr gut, ich habe es mehrfach betont, entwickelt hat. Und Caroline Offigstad-Knotten hier, die Norwegerin, auf dem 2. Rang. Auch das wäre für sie Bestleistung in ihrer Karriere. Zweimal war sie schon Dritte. Das wäre ihre 3. Podestposition. Da haben wir sie groß im Bild. Und dann mit der 21, Juni Arne Kleif. Auf dem 3. Rang, die Junge, die 24-Jährige. Erste schon in der Staffel gewesen mit der Mannschaft. Zweite in der Single Mix und jetzt hier wieder auf dem Podest. Toller Einstand in diese Saison für Juni Arne Kleif. Lucy Charvatova, Schlussläuferin in der Staffel für Tschechien. Kommt hier rein. Die kann Sprint, hat schon einmal einen Podestplatz in Antholz. Bei der WM war es, Bronzemedaille 2020 ergattert. Ja, ja. Hier kalte Finger, du spürst es nicht, wo ist der Druckpunkt. Und dann kann es passieren, Laura Dahlmeier hat es eben erklärt, dass du den Druckpunkt nicht spürst und irgendwo hinschießt. Ja, jetzt hat sie sich da nochmal im Anschlag etwas zurück zurechtgeruckelt, aber 4 Fehler insgesamt. Wahnsinn!
Und jetzt geht's los für Selina Krozian. Dritte in der Staffel, zum ersten Mal mit reingerutscht in die Staffel. Jetzt also hier in diesem Sprint im Einzel noch unter Wert geschlagen. Denn sie hat wirklich eine gute Laufzeit gebracht. Und wir schauen auf Hanna Auchenthaler für Italien. Nach null Fehlern hier schon mit großem, großem Rückstand reingekommen. Und Sophia Schneider läuft über die rote Linie ins Ziel. Knapp 2 Minuten hinten dran, 33. Rang. Und Guillaume Gigonard sehen wir hier groß im Bild. Das ist die Schwester von Antonine Gigonard. Im französischen Team neu mit dabei, 24 Jahre alt. Durch die Absage von Colombo, die einen Infekt hatte hier für den Auftakt in Östersund, ist sie mit in die Mannschaft gerutscht. Und macht das hier ordentlich. 34,7 Sekunden, hat sich ein wenig Zeit gelassen, aber eben alle 5 Scheiben getroffen. Und wir gehen mal runter zu Nils Kaben, der hat Franziska Preuß am Mikrofon, bitte. Ja, wir gratulieren ganz herzlich Franziska zum zweiten Mal hier in Östersund, beste Deutsche. Schön oder schade? Ja, beides. Ja, die 2 Fehler ärgern mich natürlich, wenn man das Ergebnis sieht, weil es war immer so blöd, der letzte Schuss. Das, ja, was man immer predigt, das ganze Jahr draufhalten. Und ja, ich war dann vielleicht ein Ticken zu ungeduldig am Schießstand. Und ja, aber trotzdem war es ein gutes Rennen. Wir haben halt wirklich Top-Material gehabt. Also ja, die Platzierung geht definitiv auf unseren Wachstruck. Die haben super Arbeit geleistet halt. Und so hat es echt Spaß gemacht, wenn der Ski schön gleitet. Ja, das fällt übrigens schon ein paar Tage länger auf hier, dass die Ski der deutschen Mannschaft tatsächlich sehr gut funktionieren. Was ist denn so schwierig heute beim Schießen? Oft ist ja der Wind das Problem, den haben wir heute nicht. Ist es die Kälte, dass man kaum ein richtiges Gefühl hat da am Abzug? Nein, die Kälte war es bei mir jetzt überhaupt nicht. Ich habe mich gut angezogen. Ich war von oben bis unten mit Windstopper ausgestattet und da habe ich zum Glück wenig Probleme mit den Fingern. Es ja, war halt so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die vielleicht nicht bis zum 5. Schuss konsequent da war. Und ja, so schnell passieren dann die Fehler. Aber ja, es ist jetzt leider zu spät, mich darüber zu ärgern. Und ach, gibt ja auch gar keinen Grund. Es ist ja viel mehr besser gelaufen, als immer nur auf diese Fehler zu gucken. Sie waren sehr, sehr schnell unterwegs. Wir haben gerade geschaut, 4. Laufzeit, 5. Schießzeit. Was ist da für Sie die wichtige Erkenntnis von? Ja, ich habe halt wirklich probiert, volle Lotte loszugehen und ich war dann so in der Hälfte von der 2. Runde, habe ich schon ein bisschen Sorge gehabt, dass ich vielleicht zu schnell angegangen bin und ich hatte das Glück, dass die Maketa Davidova vor mir war, dann habe ich irgendwie ein Zugpferd gehabt, die mich rumgerettet hat, die 2. Runde und ja, dann habe ich mich wieder gefangen von der Energie her und ja, man muss beim Sprint einfach Vollgas geben, das hat man jetzt auch bei der Staffel gesehen, da geht keine irgendwie einen Meter locker an und ja, das war nochmal gut zum Sehen vorgestern und von dem her habe ich halt schon meinen Plan gehabt und ja, ich bin zufrieden, wie ich den so durchgebracht habe. Gerade schießt Hanna Kebinger, punktgleich mit Hanna Knotten im gelben Trikot, hat Sven Fischer gerade ausgerechnet, vielen Dank. Oh ja, cool, danke. Ja, und Hanna Kebinger kommt hier sehr gut durch bei diesem stehenden Anschlag. Wollt ihr noch diese Energie wünschen, von der Franziska Preuß gesprochen hat. Aber die hat sie hier sauber erledigt, die 5 Scheiben, Hanna Kebinger. Das wird sie etwas beruhigen nach den 2 Fehlern im liegenden Anschlag. Und ich habe mal drauf geschaut, auch von den bisher 53 Athletinnen, die 2-mal geschossen hat, sind nur 5, wenn ich es richtig gesehen habe, die hier mit 10 Treffern durchgekommen sind. Und Franziska Preuß, wie erwähnt, mit der 4. Laufzeit. Elvira Oeberg war die schnellste, noch vor Anna-Maria Lampitsch und Ingrid Landmark-Tandrevold. Da schauen wir nochmal auf dieses Trefferbild von Hanna Kebinger, die hier alle 5 Scheiben sauber getroffen hat. Ja, 29,2 Sekunden hat es gedauert und sie war mit ca. 50 Sekunden im Schießstand, in der Range unterwegs, also Einlauf zum Auslauf. Sie nur 6 Sekunden langsamer als die schnellste gewesen. Insgesamt eine sehr gute Leistung hier von Hanna Kebinger im Stehendanschlag. Valentina Dimitrova beginnt mit einem Fehler. Zu dem Thema Kälte vielleicht noch zu ergänzen.
Es ist nicht nur für die Athletinnen eine Aufgabe, ja nicht nur für die Ski, auch die Gewehre, die Läufe müssen Kälte vertragen. So ein Biathlon-Gewehr schießt nicht so präzise wie ein Sportschützengewehr. Das, warum? Ja, weil sie eben auch bei Kälte gut schießen müssen. Sie sind um ein paar Tausendstel oder Hundertstel Millimeter weiter, diese Läufe, damit die Patronen auch bei Kälte noch durch diesen Lauf flutschen können und einigermaßen präzise Trefferbilder ableisten können. Ja, und wir haben hier im Bild die letzte Norwegerin, die gestartet ist, Marit Ischol Skogan. 25 Jahre alt, auch sie zum ersten Mal mit im Weltcup-Team hier zu Beginn der Saison. War Zehnte im Einzel, also gleich mit einer Top-10-Platzierung. Ja, wenn in Norwegen etwas nachrutscht, dann ist es meistens sehr, sehr gut. Da passen oft die Leistungen von Beginn an, aber sie muss hier zunächst einmal abbiegen in die Strafrunde. Das also nach wie vor der Stand. Lucia Monod vor den beiden Norwegerinnen Knotten und Arne Kleif. Dann Franziska Preuß und Vanessa Vogt an den Plätzen 4 und 5 vor zwei weiteren Norwegerinnen. Beste Schwedin Mona Bronson auf dem 9. Rang vor Elvira Öberg. Die 10. ist momentan, da das Rennen hier ja noch läuft. Dann haben wir nochmal groß im Bild Lucia Monod. Eine Athletin, an der die französische Mannschaft noch viel Spaß haben wird. Groß gewachsen, richtig laufstark, gutes Schießen. Heute hat sie es zusammengebracht und ihren ersten Weltcupsieg, den sie hier feiern kann. Sie hat sich großartig entwickelt und ihr macht es über den Sommer gesehen, dieser ganze Trubel noch am wenigsten aus, der in der französischen Mannschaft herrscht. Sie kann damit einigermaßen umgehen. Ja. Selina Grotian, die jetzt hier reinkommt. Die jüngste im gesamten Feld. Zum ersten Schießen. Fühlt sich insgesamt sehr wohl in der Mannschaft und auch hier in Östersund. Und weiß sehr gut, was sie drauf hat. 20,2 Sekunden ihr Rückstand. Beim Eintreffen hier am Schießstand. Ja, noch Glück beim letzten. Lässt sich nicht beirren, schießt ihren Rhythmus weiter. Das ist schon in Ordnung. 31,6 Sekunden war die Schießzeit. Alle so knapp unter 3 Sekunden die Schüsse abgegeben im Rhythmus. Der war ganz gleichmäßig. Eine Scheibe eben hängen geblieben. Heißt Strafrunde für Selina Grotian. Sanita Bulina aus Lettland, die hat es jetzt geschafft. Rang 28. Für sie. Ja, insgesamt 99 Starterinnen und wir schauen auf die Französin noch einmal, Dion Gigonard, die ja die ersten 5 Scheiben getroffen hat. Ganz gut liegt hier mit den 18,9 Sekunden Rückstand nur, wenn sie jetzt hier nochmal alle 5 Scheiben treffen kann. Ja, sehr gut hat sie das gelöst. Jean-Paul Jacquinot kann ihr zufriedene Kunde nach draußen geben. Dion Gigonard, 24 Jahre alt. Und wie gesagt, reingerutscht in das französische Team. Und die scheint hier ihre Chance richtig gut zu nutzen. Setzt sich hier noch vor Lisa Vitozzi ganz knapp 1,7 Sekunden auf Rang 6 zunächst. Nach dem zweiten Schießen und jetzt kommt natürlich alles auf die abschließenden 2,5 Kilometer an. Und hier draußen wird gejubelt im französischen Lager, während wir auf Anna Juppe schauen. Die Kärntnerin aus Österreich. Aber auch bei ihr bleiben 2 Scheiben hängen, schon im liegenden Anschlag. Also geht es gleich mit einem nicht ganz so fröhlichen Gefühl weiter in die nächste Laufrunde. Und was gelingt hier noch? Hannah Kebinger.
Großer Rückstand, 1,37,5. Also wesentlich größer, als das durch die zwei Strafrunden sein kann für Hanna Kebinger. Wichtig ist für sie jetzt mal die Laufzeiten dann zu vergleichen intern. Im Einzelwettkampf war sie ja gar nicht zufrieden. Und ja, mal schauen, wo sie jetzt in dem Laufvergleich rauskommt. Im Verfolgungsrennen ist sie dabei. Ja. Das ist erstmal die gute Botschaft. Und das ist das, was man eben hier mitnehmen kann als 29. aus diesem Rennen. Neue Chance dann am Sonntag. Alles geht dann wieder bei Null los in der Verfolgung. Auch für Vanessa Vogt, und die war bereits bei Nils Kaben. Ja, Vanessa, Glückwunsch auch an Sie zu einem tollen Rennen. Franziska Preuß war gerade hier, die hat so ein bisschen gehadert mit ihren beiden Schießfehlern. Haben Sie Grund zur Freude mit diesem Ergebnis oder hadern Sie auch ein bisschen mit dem einen, der da weggeflutscht ist? Ja, schon. Der hätte einfach nicht sein müssen. Aber ich muss halt auch sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt schießen konnte. Also es war, ich habe nichts mehr gespürt in meinen Fingern, auch auf der Strecke. Es war einfach nur noch ein Stock einsetzen. So richtig Power kam da nicht mehr. Hat das mit der Kälte zu tun? Ja, definitiv. Also es hat schon ganz schön viel Energie heute schon wieder gezogen. Das merkt man einfach. Und ja, da setzt man den Stock auf und kommt irgendwie vorwärts, aber so richtig Power kommt da nicht drauf. Wie war es mit den Skiern? Wir haben gehört, dass die deutsche Mannschaft wieder, kann man sagen, ziemlich gutes Material hatte. Ja, also einfach nochmal ein fettes Lob an die Techniker. Also ich glaube, die haben wieder einen super, super Job gemacht. Ich habe schon auf der zweiten Runde, habe ich immer zugerufen bekommen, das Material passt top, gebe einfach alles. Und ja, das kann ich nur bestätigen. Also es ist wieder geflutscht, 1A. Ist das so ein Dilemma, wenn man merkt, die Kraft schwindet und man soll ja im Sprint auch diese Anstiege, haben wir vorher von Jens Filbrich gehört, ganz aggressiv angehen, weil man dahinter danach wieder so eine Chance hat, sich zu erholen. Ist das so ein Zwiespalt, wo man sagt, ja, ich würde gern, aber geht nicht so hundertprozentig? Ja, irgendwie schon. Und dann versucht man es nochmal mit Technikwechsel, dass man da vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen vorwärts kommt. Dann geht die Energie irgendwie verloren und die Geschwindigkeit auch. Dann merkt man wieder, okay, das ist jetzt doch nicht die richtige Technik. Also man muss da schon echt gut warm sein, um da die Power auf die Ski und auf die Stöcke zu bekommen. Aber es klingt jetzt so, als wären Sie 25. geworden. Dem ist nicht so, sondern ganz weit vorne. Deswegen Glückwunsch dazu. Prima. Dankeschön. Ja, das hat mir Nils jetzt vorweggenommen. Christian Mehringer, den Trainer, sehen wir hier. Das klang doch wesentlich schlechter bei Vanessa Vogt, als es im Ergebnis sich darstellt. Mit dem einen Fehler, das kann immer passieren bei 10 Schuss, 90% Trefferleistung, 5. Rang, hätten andere gerne. Aber sie hat die Problematik geschildert, die wir ja auch schon während oder vor dem Rennen aufgenommen haben. Also, und unterschiedlich eben auch das Umgehen oder das Vertragen der Kälte, haben wir gehört bei Franziska Preuß und Vanessa Vogt, durchaus unterschiedlich. Interessant, dass Vanessa Vogt nichts gespürt hat und nur einen Fehler geschossen hat. Ja. Und Franziska Preuß keine Probleme hatte und 2 Fehler geschossen hat. Also das eine geht, das andere auch. Und hervorragend waren sie beide. Und dann sehen wir das abschließende Stehenschießen von Maridit Scholz-Kogan. Die ja noch vor Sigmar Ozean gestartet ist. Hat hier allerdings schon eine knappe Minute Rückstand mitgebracht. Da wird jetzt noch, werden noch 23, 24 Sekunden dazukommen in der Strafrunde für Marit Ischol-Skogan. Und wir warten natürlich auf Selina Grozian und ihr abschließendes Schießen im stehenden Anschlag. Die nach dem ersten Schießen mit ihrem Fehler praktisch zeitgleich mit Sophia Schneider war. Also sagt er auch etwas aus über die Leistungsdichte innerhalb der Mannschaft. Und für die junge Selina Grozian ist das natürlich ein Erfolg, wenn sie schon mit Sophia Schneider mitlaufen kann. Ja, und Guillaume Guigonard haben wir hier gesehen, kämpft hier um den 10. Platz. Bei dieser Zeitnahme hat sie diese Position eingenommen und das wäre ein richtiges Top-Ergebnis für die Neueinsteigerin hier im französischen Team. Schauen wir, ob sie das halten kann auf den letzten Metern in Richtung Ziel. Noch sehr dynamisch aus. Man sieht nach dem Schießen 20 Sekunden ganz links. Die rote Zeit war sie zurück, jetzt nur 30,9. Also
10,9 Sekunden verloren. Das ist für sie hervorragend. Und dann sind es nur noch ein paar Meter. Also man kann ihr gratulieren zu wirklich einem guten Rennen hier. Hat sich gut präsentiert, den Trainern aus Frankreich. Und jetzt sind wir bei Selina Grotian. Also achter Rang momentan für Gigonard. Und was macht Selina Grotian? Nächster Fehler. Also auch hier im Stehenden kommt noch einer hinzu. Gute Schießzeit, 27,4 Sekunden insgesamt. Aber jetzt muss sie oder darf sie noch ein wenig nachdenken in der Strafrunde. Und dann geht's raus mit Power auf die letzte Runde für sie. Auch eine gute Range Time. Nur 3,5 Sekunden hinter der schnellsten. Das war übrigens Passler aus Italien. Hier nochmal die Fehler oder den Fehler, den wir jetzt sehen. Ah, rechts hoch. Gar nicht so weit weg. Hat sie aber gut gemacht. 1-1. Und dann kommt sie jetzt gleich wieder raus aus dieser vermaledeiten Strafrunde. Durch die Zeitnahme. Also 23. Rang momentan mit zwei Fehlern, nur ein Rückstand in Anführung von 1,04 Minuten. Ja, und das ist eindeutig die Qualifikation natürlich für das Verfolgungsrennen. Das gibt Weltcup-Punkte, richtig satt und fett, ihre ersten Weltcup-Punkte, glaube ich. Ja. Zumindest in diesem Jahr auf alle Fälle. Im Einzel war sie ja 77. Und das ist ein gutes Ergebnis, darauf kann man aufbauen. Selina Grotian auf einem guten Weg in die Weltspitze, in die erweiterte. Ja, werden ihre ersten Weltcup-Punkte. Vergangenes Jahr ja das Debüt in Oslo als 44. im Sprint. Die ersten 40 erhalten Weltcup-Punkte in den einzelnen Disziplinen. 77. dann hier, ich habe es angesprochen, im Einzel wirklich unter Wert mit der 17. Laufzeit. Das war sehr, sehr ordentlich. Aber eben am Schießstand mit insgesamt 7 Fehlern und damit 7 Minuten, die dann drauf gehauen wurden. Keine Chance gehabt auf eine gute Platzierung. So, Lea Meyer aus der Schweiz, 40. Das wäre dann ein Weltcup-Punkt, wenn da nicht noch eine davor läuft, den sie hier mitnehmen könnte aus dem Rennen. Ja, und da Selina kommt und zumindest Sophia Schneider dann auf den 40. Platz verdrängen wird. Ja. Wird sie vielleicht, sie kommt auch noch hier. Ja, ja. Marit Ischol Stogan. Selina Grotian nur 13 Sekunden langsamer als Janina Hettich-Walz, die doch als arrivierte Athletin schon zu nennen ist im Augenblick. Und dann schauen wir, wie es auf der letzten Runde geht. Anna Juppe, die wir hier nochmal groß im Bild haben. Franziska Preuß also auf 4, Vanessa Vogt auf 5, Janina Hettich momentan auf 19, Kebinger 31 und Sophia Schneider auf 39, wie gesehen eben in der Übersicht. Und wenn Sie diesen Freitag noch zum kompletten Sporttag machen wollen, im Zusehen, dann empfehle ich Ihnen 18:45 Ski Alpin, Abfahrt der Männer, die erste in dieser Saison in Beaver Creek in den USA. Andreas Sander war im Training Dritter, also das schaut doch gut aus. Und dann am Abend Fußball, UEFA Nations League der Frauen, Deutschland gegen Dänemark. Wichtiges Spiel für das deutsche Nationalteam und den Trainer Horst Rubesch. Also, kleine Empfehlung am Rande, während wir hier die letzten Athletinnen in Richtung Ziel laufen sehen. Tilla Johansson, 24-jährige Schwedin, vergangenen Jahr schon mal mit dabei gewesen in Antholz. So diese typische Zeit, die erste, zweite Saison nach Olympischen Spielen, tauchen immer wieder neue, junge Gesichter auf, andere hören auf. Und noch lange nicht aufhören sollte Sophia Schneider, denn das ist auch eine hoffnungsvolle Athletin im deutschen Team und die steht jetzt bei Nils Kaben, bitte. Ja, heute war sie wieder dabei. Die Staffel mussten sie auslassen, weil es so ein bisschen im Hals kratzte. Wie ging es Ihnen denn heute?
Ja, also mir ging es natürlich besser, sonst wäre ich heute nicht gestartet. Aber irgendwie war trotzdem heute nicht so mein Tag. Ich habe mich sehr schwer getan auf der Strecke. Und natürlich mit den letzten zwei Fehlern im Stehen schießen dann noch dazu. Ja, das macht es natürlich nicht besser. Wir haben ja schon gehört von eisigen Fingerkuppen am Abzug und von fast erfrorenen Muskeln. Was war bei Ihnen das Hauptproblem? Von der Kälte her ging's. Ich war dementsprechend ein bisschen wärmer angezogen. Aber ja, einfach bin ich heute nicht so ganz in Schwung gekommen. Ja, und dann mit dem Schießen ist es natürlich schwierig, in die vorderen Platzierungen zu laufen. Das heißt, das wirft dann auch mental nochmal so einen Meter zurück? Ja, das auf jeden Fall. Vor der letzten Runde dann nochmal zweimal kreiseln. Das war mental dann auch nicht so leicht, wenn man eh schon weiß, heute rutscht es nicht so. Aber ja, das hilft nichts. Vor allem bei den anderen geht es genauso. Also für die waren auch heute kalte Temperaturen und die bekommen es auch hin. Und ja, da muss man dann selber überlegen, was man falsch gemacht hat und ja, seine eigenen Fehler das nächste Mal besser machen. Dafür gibt es ja viele Chancen in diesem Winter. Vielen Dank. Danke. Ja, und Selina Grotjan hat nach wie vor die Chance, dann noch unter die Top 20 zu laufen. 23. war sie ja nach dem zweiten Schießen, während wir hier Marit Ischols-Kogan in Richtung Ziel laufen sehen. Und dabei auch bemerken, dass Marketa Davidova da auf dem 36. Rang gelandet ist. Also kein gutes Rennen heute. Drei Fehler für die Tschechin, beste Athletin ihrer Mannschaft. Ja, und da sehen wir jetzt die Selina Grotjan. Ja. Sie ist zwei Sekunden hinter Platz 20. Also da geht vielleicht noch was. Ja, um einen Platz ist sie ja schon nach vorne gelaufen, von 23 auf 22. Also ist in jedem Fall ein gutes Ergebnis für die Jüngste im deutschen Team. Du hast es gesagt, Qualifikation für die Verfolgung. Und aus dieser 22. Position heraus gibt es alle Chancen. Absolut, sehr schön. Auch sie. Sie ist ja wirklich eine Meisterin. Sie kommt aus der Schule von Bernhard Kröll. Ja. Dort wird eben gelehrt, lauf so, dass du triffst und die letzte Runde noch zulegen kannst. Das haben brillant Neuner, Dahlmeier, Beck, Klago. Also die haben das alle vorgemacht und auch sie läuft hier ganz hervorragend. Und jetzt eben mit dem kräftigen Endspurt, kräftige Schübe nochmal von Selina Grotjan. Ah. 21. Also knapp den 20. verpasst, aber dennoch gut sich eingereiht hier in dieses erlesene Feld der 99 Athletinnen. Am Ende 21. Selina Grotjan, viertbeste Deutsche, Preuß auf 4, Vogt auf 5, Hettich-Walz auf 19 und sie auf 21. Und das ist die Siegerin des Tages. Gratulation an Lou Germonneau zu ihrem ersten Weltcupsieg in diesem ersten Sprint der Saison vor Caroline Offigstad-Knotten und Juni Arnekleif. Und dann eben die beiden Deutschen, Franziska Preuß und Vanessa Vogt. Alex, bitte.